So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu LEGO Pirates of the Caribbean. Und nun geht es in das letzte Kapitel in Am Ende der Welt. Das da wäre der Strudel. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was es war, aber wahrscheinlich werden wir in einen großen Strudel gesogen. Würde ich jetzt mal vom Titel her vermuten, aber wir werden sehen. Stimmt, wir haben eine Armee aufgestellt mit Hilfe unserer Bruderschaft, ne? Mit dem Hohen Rat der Bruderschaft. Oh, stimmt, das war eine legendäre Szene im Film, dieser Mexican Standoff mehr oder weniger, ne? Ja, das war eine gute Szene. Und stimmt, Will hat sich denen angeschlossen, weil er ja, weil seinen Vater retten will, ne? So war das doch. Ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Und jetzt spielen sie halt alle erstmal hier Schere, Stein, Papier. Und dann wird noch gezogen hier, wer welche Seiten... Ich ja gewählt werden, wie auch immer. Die Seiten sind noch nicht eindeutig verteilt. So ganz eindeutig sind sie noch nicht, weil getauscht wird und hast du nicht gesehen und willst du auch nicht sehen, wa? Auf jeden Fall ganz, ganz wilde Sachen hier. Ganz wilde Sachen, die ja passieren, aber wir werden gegen Davy Jones kämpfen, nehme ich an. Aber erstmal gibt es ein paar Opfergaben für Tier. Tier hieß er, ne? Calypso. Sozusagen. Ich kenne sie halt immer nur unter Calypso. Und damit würde die Frau auch riesig. Eine Riesensfrau, eine Wahnsinnsfrau einfach. Eine Frau, deren Körpermaß alles dagewesen in den Schatten stellt. Kann man so sagen, ne? Aber es fehlen noch ein paar Opfergaben, um sie noch größer zu machen, wie es scheint. So ein paar Opfergaben darf es noch sein. So ein paar Opfergaben müssen es einfach noch sein. Zum Beispiel ein Schirm. Ich weiß zwar nicht, was der bringen soll. Achso, der bringt uns einfach nur Raggedy. Raggedy Spaghetti, damit der uns sein Auge gibt. Das ist natürlich eine der größten Opfergaben, die wir da bieten können. Ein Auge zu bieten. Ich weiß zwar nicht, was das soll. Immer mit dem Auge. Aber wie dem auch sei. Ne? Wir nehmen das einfach mal so in Kauf, wie es ist. Dann haben wir dann alles. Barbossa und die beiden tote Tauben. Okay. Wissen wir da auch Bescheid. Erstmal sind wir erstmal im Bilde, wen wir überhaupt zur Verfügung haben hier für das Level. Ist ja auch wichtig, ne? Erstmal im Bilde zu sein, wen wir überhaupt zur Verfügung haben für das Level. Und dann kommt ja auch die Tuba als Opfergabe. Ich meine, warum auch nicht? Die muss halt auch sein. Die gute alte Tuba. Auch das ist eine wichtige Opfergabe, einfach damit sie größer und stärker wird. Warum auch immer das so ist. Ich weiß doch auch. Freunde, ich weiß es doch einfach nicht. So, beobachten wir mal die Dame hier. Die wird mir doch bestimmt was Wichtiges zeigen wollen. Oder was Wichtiges rüberbringen. Zum Beispiel einen Rettungsring. Schaut mal einen an. Schaut mal einen an. Auch der ist eine wichtige Opfergabe. Wunderbar. Und die nächste Opfergabe wurde erbracht. Ist eine Fackel auch eine Opfergabe? Nein, aber ein Croissant. Hab ich hier irgendwas? Ah, guck mal, da ist ein Seestern. Da ist ein Seestern. Da brauchen wir aber eine Fackel für. War doch irgendwo eine. Irgendwo hatte ich vorhin eine gesehen. Da hatte ich eine gesehen. Genau. Ganz doof bin ich dann doch noch nicht. Ich bin zwar doof, aber ganz doof dann doch noch nicht. Aber schauen wir mal. Sehen wir erstmal zu, dass wir einen Seestern hier bekommen. Geht's überhaupt? Ach nee, da ist das Croissant. Um das Croissant geht's uns. Nicht um den Seestern. Scheiß mal auf den Seestern. Das Croissant ist viel wichtiger. Das habe ich aber auch nicht gesehen, dass das da ist, ne? Na gut. So, ich nehme mal an, Würstchen und Diamant fehlen noch. Also nehme ich nicht an, das hat mir gerade das Spiel gesagt. Also Diamant habe ich gesehen, aber Würstchen wusste ich auch noch nicht so ganz. Wusste ich nie so ganz hundertprozentig, ne? Aber gut, den Diamant habe ich schon gesehen. Der ist schon mal viel wert, ne? Den Diamanten schon mal zu sehen. Ich meine, der wird wahrscheinlich das edelste sein, was wir da reinwerfen. Der schwarze Diamant. Na, machen wir erstmal. Wir machen erstmal eine Sache fertig, ne? Hier, guck mal, und dann kümmern wir uns mal um das Würstchen. Ja, ich sag dazu jetzt mal nichts. Es wird schon langsam eklig. Es wird langsam eklig, wie das sich hier verhält, ne? Aber, naja, ist halt so. Ist halt so. Liebe Freunde, da wollen wir gar nichts gegen sagen, was die hier für Körperpflege hat. Da brauchen wir nichts gegen sagen, ne? Es muss nicht sein. Es wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen komisch sein, aber ist wahrscheinlich für sie sogar noch unangenehmer als für uns. Von daher, ganz entspannt hier. Dann würde ich hier ganz gerne... Weißt du? Dann, wenn ich nicht wollte, hat es geklappt. Aber jetzt, wo ich es will, klappt es nicht. Ich bin auch doof. Ich muss hier dran springen. Flifty, mach doch mal die Augen auf. Ist doch immer nicht so doof. Ja, ich versuch's ja. Manchmal ist es gar nicht so
so einfach nicht doof zu sein, Wester. Na gut, da gibt's das Würstchen. Die letzte Opfergabe. Die letzte große Opfergabe, ein Wiener Würstchen. Oder ein Hotdog. Und damit ist Calypso auch irgendwie geplatzt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber es ist halt weg. Ist halt weg, ne? Naja. Und da tut sich der große Strudel auf. Oh, jetzt so ein Strudel. Ich wollte gerade sagen Apfelstrudel, aber ich bin gegen Apfel allergisch, von daher kein Apfelstrudel bitte für mich. Aber so ein Strudel, so ein Erdbeerstrudel, gibt's sowas? Gibt's Erdbeerstrudel? Ich kenne eigentlich nur Apfelstrudel. Da gibt's bestimmt auch krasse Sachen, oder? Man kennt ja diese Rollen, diese Erdbeerrollen und so, die sind auch ganz nice. Aber wir reden hier gerade von einem ganz anderen Strudel an der Stelle mal gesagt, ne? Von daher nehmen wir das mal zurück. So, die Frage ist natürlich, was müssen wir tun? Hier haben wir etwas für Jack, aber Jack ist gerade nicht bei uns, daher ist es hinfällig. Hier ist eine Kanone. Können wir die irgendwie bekommen? Ich weiß noch nicht, ob es das ist, was wir wollen, aber es sieht gar nicht so verkehrt aus. Es sieht gar nicht so verkehrt aus, diese Kanone mal aufzubauen, würde ich sagen. Ich meine, wenn die andere belegt ist, dann können wir ja die andere nutzen, ne? Guck mal. Das passt doch, oder? Dann können wir zumindest mal unsere Pappkameraden hier ein bisschen unter Kontrolle halten. Wenn ich denn treffe, heißt es. Wenn ich denn treffe, heißt es. Ist gar nicht so leicht. Aber früher oder später wird das schon. Ne? Aha, guck mal. Guck mal, da kommt noch eine Kanone. Die wollen wir natürlich haben. Die wollen wir natürlich haben. Und damit auch das andere Schiff in den Abgrund stürzen, hoffe ich. Also noch nicht, weil da ist ein drittes Feld. Das haben wir ganz genau gesehen. Da brauchen wir uns auch gar keine Hoffnung machen, dass das schon reichen würde. Aber egal. Zwei verletzte Punkte sind schon mal besser als keiner. Und auch besser als einer. Ja, dann das mittlere kommt man trotzdem noch nicht so ganz einfach. Aber vielleicht ja so, wenn wir das hier zusammenbasteln und vielleicht können wir dann die Krabben da, Krabben weglocken. Vielleicht ist ja das der Rätselslösung. Guck mal. Guck mal. So wird doch ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus, ihr lieben Freunde. Ihr lieben Freunde und Freundinnen. Und dann klatschen wir das Schiff da oben, würde ich sagen. Ja, sogar getroffen. Auf Anhieb getroffen und da ist auch Jackie Boy. Da muss er nur noch rübergeschwommen kommen. Muss er nur noch rübergeschwommen kommen, wa? Leichter gesagt als getan, aber na gut. Ja. Okay. Die schwimmen halt wirklich rüber. Okay, ich hätte jetzt nicht für Möglichkeiten, dass sie schwimmen, aber nehme ich jetzt einfach mal so hin. Nehme ich jetzt einfach mal so hin, dass sie rüber schwimmen. Ah, und jetzt beginnt, glaube ich, auch gleich der Kampf gegen Davy Jones. Genau. Oh, ja. Und Will ist erstmal tot. Will ist einfach tot. Tja, das war's dann wohl. Das war's dann wohl mit William. So, ach, wir müssen erstmal gegen Stiefelwillen Bill kämpfen. Aber Papa, was soll denn das? Warum ist denn der Papa hier so böse? Aber am Ende gibt's ein Happy End, ne? Um jetzt mal ein bisschen was vorwegzunehmen. Gibt, glaube ich, ein Happy End, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, weil wir ihn zusammenbasteln jetzt. Wird er uns begleiten? Ja. Ne? Erstmal auf die Mütze geben und danach geht's dann, ne? Danach geht's dann schon. Wenn wir ihm erstmal auf die Mütze geben und ihn ein bisschen zur Besinnung bringen. Ist halt manchmal einfach wichtig. Man einfach auch mal Vätern aufs Maul gibt, die nicht so richtig verstehen, was es heißt. Ja. Ein guter Vater zu sein. Ich damit die Tentakel hier? Ich dachte, mit dem Licht könnte ich vielleicht die Tentakel kaputt machen. Aber das scheint nicht das Richtige zu sein. Wo muss ich denn hin? Ich muss ja wahrscheinlich irgendwie nach oben kommen, oder? Irgendwie nach oben kommen ist eine gute Sache, aber wo komme ich denn da ran? Okay. Einfach hier ein bisschen rumhopsen. Rumhopsen ist die Devise, wa?
Rumhopsen ist die Devise und wir kommen irgendwie ans Ziel. Ich jetzt noch da hochkäme, wäre ich dem Ganzen sehr verbunden. Aber das ist gar nicht so einfach. Irgendwie springt er nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Kann ich ihn mit irgendwas bewerfen? Kann ich ihn von hier aus kriegen? Nee. Freunde, ich verstehe nichts. Ich verstehe hier dran gerade absolut gar nichts. Merkwürdiger Kampf. Merkwürdiger Abteil vielleicht. Aber so ganz verkehrt war es ja nicht, was ich gerade gemacht habe, oder? Oder war es ganz verkehrt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, sagt ihr es mir. Es sah eigentlich richtig aus. Es sah richtig aus, aber ob es richtig war, das ist die Devise. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Ich meine, man kommt hier ran. Aber halt, ich komme auch nicht höher als das hier. Ich komme halt nicht zu ihm ran. Das ist ein Problem, was ich sehe. Wenn ich nicht zu ihm rankomme, macht es keinen Sinn, oder? Hm. Hä? Ach, Freunde. Helft mir doch mal. Sagt mir doch mal, was ich zu tun habe. Und zu lassen hab. Was ist hiermit zu tun? Auch nicht so richtig, oder? Hä? Ich stehe gerade maximal auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber guck mal, hier geht's. Wann geht's denn da weiter? Sorry. Sorry, dass ich da jetzt so auf dem Schlauch stand. Aber das habe ich echt nicht gesehen, ne? Freunde. Freunde der Sonne, das habe ich echt nicht gesehen. Trotzdem komme ich hier nicht hoch. Hm. Hat mir also auch nicht wirklich was gebracht gerade. Just in diesem Moment. Aber gut, vielleicht finde ich hier noch einen weiteren Weg, der uns mehr bringt. Der uns mehr Glück als Verstand bringt. Hier brauchen wir eine Fackel. Da reicht das Licht. Reicht das Licht von der anderen Seite? Geht es uns darum? Geht es uns um das Licht? Können wir damit den Target zerstören? Entfernen? Geht es uns darum? Wir probieren es aus. Warum dachte ich eigentlich, ich komme hier nicht weiter? Ah, es geht uns darum, okay. Warum dachte ich... Ach, keine Ahnung, was ich dachte. Ich dachte, oh, da kommen wir nicht weiter. Ja, da geht es irgendwie nicht weiter. Ich kann nicht komisch, aber ne. Es ist, wie es ist. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich bin auf der falschen Seite, Freunde. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind auf der falschen Seite. Von der Seite bringt uns das gar nichts. Aber irgendwas muss es uns erbringen. Meine Güte. Das macht doch mal hier. Auf jeden Fall ist da jetzt ein Seil drunter. Ist doch schon mal was wert, ne? Ah, okay. Er kommt einfach rüber. Haha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und jetzt können wir uns auch mit ihm duellieren. Ach, sorry. Sorry, dass ich da jetzt so ein bisschen lange auf dem Schlauch stand. Ein bisschen mehr als mir lieb war. Aber manchmal... Manchmal kommt man nicht auf die simpelsten Sachen, ne? Manchmal kommt man einfach nicht auf die simpelsten Sachen. Was das angeht. So, schauen wir mal, wo er sich rumlungert. Da lungert er sich rum. Wir können ihn ja selber angreifen, ne? Kann ihn ja der Stiefelriemenbilmer angreifen. Aber er macht eigentlich gar nicht so viel, ne? Er macht gar nicht so viel, was uns jetzt großartig hier zum Verhängnis wird. Wo ist er denn jetzt? Ach, da unten ist er. Ne, das sind seine tollkühnen Kameraden. Das ist gar nicht er. Wo treibt sich Davy Jones gerade rum? Oben. Da oben treibt sich rum, der junge Mann. Ich brauche nochmal Jackie Boy. Jackie, spring mal hier. Spring mal hier hoch und dann springst du hinab. Und dann wird sich duelliert hier mit dem guten Mann. Hallo. Ich sag duellieren.
So, meine Güte. Das sah ja witzig aus. Das sah ja witzig aus, wie er am Boden versunken ist. Einfach im Boden versunken, der Gute. Guck mal, ich bin schneller als du. Aha. Dann geht's hier oben weiter auf dem Stützbalken, würde ich sagen. Und dann? Und dann, wo möchtest du jetzt hin? Wo möchtest du denn jetzt hin? Ganz oben. Nach ganz oben möchte er. Das finale Duell sozusagen. Das Finale, dein finales Leben nehme ich dir auch noch. Easy peasy. Also wenn man es dann einmal weiß, ne, dass man da irgendwie auch weitergehen kann. Nicht wie ich, der erstmal rumgurkt. Aber egal. Sind so Sachen, die muss man einfach lernen. Auf die böse, schmerzhafte Art. Und da ist das Herz. Und das Herz wird gekillt und dadurch lebt Will, glaube ich, wieder, ne? Dadurch, dass er sozusagen den Fluch übernimmt von Davy Jones. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es so. Huch, was passiert denn jetzt hier? Das war gerade komisch. Das war ja gerade komisch. Haben wir irgendwie in der Spielsequenz aber auch nicht. Hä? Naja. Hauptsache Davy Jones ist tot und der Fluch ist gebrochen. Beziehungsweise der Fluch liegt jetzt bei William. Aber dadurch ist er zumindest nicht tot. Und dann gehört ihm auch die Dutchman, ne? Damit ist er jetzt Captain der Dutchman, offiziell. Tja, ja. So schaut's aus. Und damit verabschieden wir uns auch von Will und Elizabeth sozusagen, ne? Und auch er verabschiedet sich in diesem Falle, scheinbar. Denn er wird einfach komplett aus dem Leben gerissen. Oder sein Schiff wird aus dem Leben gerissen, je nachdem. Und das hat er sich auch verdient. Sind wir da immer ganz ehrlich, das hat er sich verdient, der kleine Arsch. Na gut. Wahrer Pirat? Nope. Auch okay. Keine Charaktere freigeschaltet. Steine haben wir ein bisschen was gesammelt. Alles klar. Haben wir alles Mögliche gesammelt und einen weiteren güldenen Stein erhalten. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir auch dieses Kapitel beenden. Und damit haben wir den dritten Film geschafft. Tatsächlich. Und ja, jetzt wird es ganz romantisch, weil er kann ja nur einmal im alle, wie viele Jahre auch immer, 15 Jahre, wie auch immer, 20 Jahre, an Land gehen. Und die werden natürlich mal ganz romantisch, ne? Zumindest versuchen wir es, ne? Aber das Schiff muss ablegen. Und William muss an Bord sein, sonst stirbt er, glaube ich. Ich glaube irgendwie so. Aber da gibt es erstmal einen dicken Schmatzer. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, wenn man es so will, ne? Dass die sich jetzt nur alle paar Jubeljahre sehen können und das Herz. Aber er lässt das Herz bei ihr, ne? Das Herz von William Turner in diesem Fall und nicht mehr von Davy Jones. Aber sie ist schon ein bisschen traurig, verständlicherweise. Naja, ne? Jack geht's mit ein paar leichten Damen weiter. Und Mr. Wicks. Nee, Mr. Gibbs. Ich werde seinen Namen niemals mehr merken, ne? Ist auch am Schlüssel, aber tja, ist halt so. Jack kriegt aufs Maul und Barbossa kriegt die Black Pearl. Und jetzt geht's auf die Suche nach dem Jungbrunnen, aber auch diesen Kartenteil hat Jack einfach entfernt. Und so macht er sich auf die Suche nach dem Jungbrunnen. Bei Jacks Schätzen geht's im Übrigen immer darum, dass er irgendwie lange leben kann. 27% haben wir vom Spiel. Ist eigentlich schon eine ganze Menge tatsächlich. Und eine kleine Cutscene gibt es auch noch. Könnte ich die Blackbeard anschauen? Nee, den Sohn von Elizabeth und Will. Und jetzt nach, keine Ahnung, ich würde sagen, es sind 10 Jahre immer, wo er an Land gehen kann. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da kommt er auf jeden Fall nochmal angeschippert. Aber gut, das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es ist, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist ebenso gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Schizikowski, euer FlossTV. Bye bye!